Ekran! Ekran is niet de shop, als van een waan. Ekran! En ik loop die aan met ons touwteranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, lieve vriend. Welkom te dit programma Ekran. Dankzij dat je van jou die radio eingeschaltet hebt, dat ook voor jou wat op YouTube zendt, hebben een schöne tijd met ons. Dankzij ook Esther en Benny Jietze. Welkom hier te dit programma. Klein de eerste Mal, niet zo? Ja, de eerste Mal. Zo, wie waren voor het aanvangen? Ik ga je eenmaal verstellen. Vielleicht du, Esther? Ja, ik ben eerst einmal Esther Klassen, Klose, van Philadelphia im Chaco. Meine Eltern waren. De meeste jaren wat ik me herinner kon aan een missie, een Indianermissie, daar zit ik opgewassen. Zit in Chaco te school gewoond en heb de meeste tijd, dat hij bed vermist, heb ik in Chaco gewoond. Oké. Okay. Heb ik dan ook met een bevriend, wat ook Canadier is. Zijn familie, die is waar in Canada, zo is hij dan tussen en hem ook door kort gewoond. Ook in Canada? Ja, en nu ook al meest 30 jaar en hier in de jaren van Kauwazoen komt, nee. Nou, ik hoor dat niet gezegd aan Anfang, maar wie zijn bij mijn ouderen in een spazierstof. Ja. En nemen deze programma hier op en filmen die ook. Je kennen den YouTube zijn, Aram Radio hartje. Zo, so, en dan voet weer Benny. Wer bist du? Ik zie bekend als Benny Jietze. Bernhard is eindelijk mijn rechter noemen. Okay. Mijn ouderen komen, mijn grootouderen komen 1927 naar Paraguay, in Chaco. Ze zijn dan abgewassen in 17 jaar die je woont. Met 17 jaar voelde mijn ouderen trein naar Canada, naar 40 jaar in Paraguay. En daar word ik dan gläubig en zo weer zu ons gescheik. Dat je gescheik wel wie voet hier. Wie waren von diesen Missionaren, die ihr was? Und die sehen all die Rots zu mir, ah ja, wie anfangen, einzumal war die zu sie gestorben in einer extra Gruppe. Und das wollten wir nicht wählen, wenn es aus Christus sei wie alle Missionare. Aber einzig kriegen vielleicht einen besonderen Raub in uns Missionare extra noch. Und das war wie bald nach hier. Ich will mal von dir weiter, Esther, wo hast du Jesus gefangen, wo wir das bei dir? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich mit 8. Ja, alt gewesen sein. Vielleicht wird eine zweite Klasse in der Schule dann. Und wir wären vor kurzem in Philadelphia getragen, von Laguna Pora. Wir hatten vorher dicht bei einer Indianersiedlung gewohnt. Und dann wäre da evangelistische Versammlung. Mhm. Und dann, aber nur der Versammlung, sage ich, da bleiben immer ein paar Menschen sitzen. Mhm. Und alle anderen gingen in den Haus, gingen Rüte zu schalten. Dann frage ich meine Mama, was ob meine? Ich kriege das irgendwie nicht alles ganz mit. En ik kon me niet eens wat mijn mama dan zegt. Maar ik weet dat ik nu een ganz korte gesprek, ganz genoeg wist, dat ik een zonder ben. En ik probeer Jezus. En ik word aan de hel gaan en niet in de hemel, want ik niet een persoonlijke entscheiding voor Christus maak. En dan nam ik me voor, Maria, waar ik dat dan. Waarom ik niet voet doe met mijn moeder, dat weet ik niet. Maar allemaal is het me ganz klaar, Maria. En de nächsten dag komt de dag, dan blijf ik ook daar. Een prediger die redt dan met mij, bedt ook met mij. Kan me niks bedenken, herinneren wat we zeiden. Maar ik weet nog, als ik een huis ging, ik sperde me zo, als wanneer ik als een flat daar en een wolkje zweef. Wow. Zo irgendwie erleichtert. En bij van deze dag wonder ik me voor. En we kon een 8-jarige kind, wat je niet extra grote krimin... Wo kon ik me zo erleichtert verloben? Ik kon op me zo erklären, dat Gott hat mir even niet het leven gegeven. Amen. Yeah. Amen. So, wo passiert dat ganze bij die? Nou ja, bij ons, wie dat religieuze leven, zei ja, im Huis, in de Schule, alles wie met de Bibel, het Testament, so wieder, Bibelfalsch, wenn ich leren, so wieder. Church, wir nicht Sonderschule, nicht Jugendarbeit im Geistlichen. Das schreibt uns, wenn uns mal unsere Geschichte vertalen wird. Aber immer, Hans, da wir zu der Zeit Werner Heukelbach Zeitschrift, da haben wir Traktate und Records, nannte dort, ja, die, hier, die da. Und ich fange an, die Traktate zu bestellen und zu verteilen und so weiter. So, ich sage, ich bin Missionar dann all. Bloß dann, mein Vater wie ein Kooperativchef. En dem wird es erlaubt, dass ab dem Hof so was tun kann, was man anderen und kann nicht tun darf. Er lohnt sich einen Evangelist an und dann habe ich da Filme. Und einer von den Filmen weiß, geht hin in alle Welt.
Goed in alle wereld en predik het evangelium. En dat traf mij dan al, ja. En zo, ik werd meer een man. Plus, als we dan elkaar trokken, en door naar de Bibelschool ging, en een vriend mij aanluidt, dan zag hij een, de leraar dort eenmaal een oefen te mij, en ik hoorde het een klein beetje gezegd, dat ik wil hier in Christus zijn. En zag hij, want du van daar gestorven wirst, wo wirst du zijn? En halen in hemel. Ja, komm, man, ich weite, sag ich ihm so direkt, weil es dann, heute ein bisschen schlechte Wasser, sag ich, aber ich hab mir gefällt, Gott will haben, das soll ein Missionar sein. Da sag ich, vielleicht will er haben, du sollst erst ein Kind sein, aber hey, du Missionar wirst. Aber immer, Hans, dort wie die Berufung, der Missionar sein, erst niemals von mir gewonnen. Aus eigentlich dann, die Tiere da, in 50 Jahre Lothar, in Paraguay Training, für meine aller wird ganz klar, ich ging in eine Mission an. Ich habe ein Leid geschrieben, seit Paraguay im fernen Süden, dort erst mein Feld, da sehe ich geboren, da hier ich habe. Und dort erst, aber dann, als wir uns dann trafen, und dann wirst du auch die Berufung haben, wird klar. Also Gott hat das bestätigt. So, bei dir wird ein bisschen so der Durcheinander, ja, weißt du. Aber bei Gott sind die Geschichten dann immer sehr interessant. So, ja. Wo kommt die Berufung zu dir? Wo? Oh, ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen reden. Also dann, was ich geboren bin, das war mir ganz klar. Aber irgendwo hat ich nicht wirklich begriffen, was ich nötig habe. Und irgendwie hatte ich ein sehr idealistisches Konzept, was das nun sein wird, wenn ich nun ein Gotteskind bin. Und dann stellte ich sehr bald fest, dass ich immer noch sage, dass das nicht in Ordnung wäre. Ja. Wie irgendwann noch angehörsam oder zankt mich mit meinen, was immer. Und dann dachte ich nun, wie mein Heil war. Okay. Nu dacht ik dat wordt nu wordt toch wel naar de hel komen. Maar je leeft dan irgendwie zo weer. Waarom ik met hem hier reed, weet ik ook niet. Maar de komende tijd, als ik een tiener was, irgendwann, wat weet ik, 12, 13 jaar, immer dollar had ik over een zeer, zeer grote angst voor de hel. En dat was mij ganz klaar. En mijn gedanken, wat je natuurlijk besiegt wäre, aber dort würde nicht mit mir kommen. Okay. Bat ich dann irgendwann auch mal Tipprock und rede dann auch weiter mit meiner Mutter und auch weiter, weil ich nicht, wo sie mich sieht, aber von dann an hatte ich, wenn mich dort, hatte ich dort weiter klar, dort ein Gottesinkind wie in Schriften Gnadenbegriff und klar dort ich nicht, wenn ich einmal weiter war, sehen, dort ich dann auch weiter verloren sie. Wie ein Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk und ich muss bloß immer weiter frisch in Christus kommen in mich. So, dann, ja. Und dann freue ich mich, bin ich sehr froh. Okay. Ich würde im Himmel sein, dort wie meine Ratste freude. Okay. Und dann, ob irgendwann, wenn wir mal auf eine Versammlung, da wäre ein paar Lied von entweder Schweiz oder Österreich. Wir haben eine bürgerliche Versammlung in Sinderhappen und da haben bloß eingeladen, die würde reden. Und dann sehen die, manche Menschen, wenn die sich bekehren, die sind so dankbar, oh Gott sei Dank, ich sie gerät, ich will im Himmel sein. Und da blieben sie stehen, die wussten niemals wieder. Und dann gibt es andere, wenn die sich bekehren, dann sagen sie, was Jesus Christus nicht bloß den sie Erlöser, der wird auch den sie Herr, den sie Chef, sagen wir mal, den sie Boss oder Patron, wo immer wieder sagen will. Und als die so anfangen zu reden, wie mir das Fuß klar, das wäre ich. Ich habe Jesus noch niemals wörtlich meinen Herrn gemacht. Dort ich sagte, ja Herr, was immer du hast von mir, kreiten dein Wohnheuer, kreiten dein Wann, kreiten dein Wort, ich will ja dort sein, ich will gehorsam sein, weil du bist mein Patron. Und dann dachte ich so, nee, und dann sagte er noch, wer die Entscheidung noch nicht gemacht hat, dort Gott auch sein Herr soll sein. Die sollen abstunnen. Und dort, für alle Menschen, bekannt geben. Dort sind nur auch, würde nicht mehr ein Herr sein. Und ich dachte mir, nee, wie sieht bin ich auch bei einer Freundin. Ich würde nun nicht so extra fromm sein. Was würde ich denn schon sagen? Aber ich wusste, der Herr redet nun zu mir und zu mir und er will mehr sein als mein Erlöser. Und dann stund ich ab und dann wie mir dort ganz klar. Aber irgendwie habe ich dann immer Pläne gemacht. Ich würde Gott denken. Über Thys in Philadelphia. Nächstes ist meine andere. Dort wie geht's, da wäre ein Missionar immer gewesen. Aber dort, ich will ein leichteres Leben haben. So dachte ich mir dort ein bisschen. Und irgendwann hat China mir gesagt, aber ich sperrt an mein Wort, Gott will haben dort eine Mission nicht. Dass du irgendwas das an deine... Eine Mission und irgendwann, dort weiß ich nicht, wie lange dort geht, aber dort wird ein Asparagus sein. Okay. Und ich werde mich da gehen, da habe ich mich nur jahrelang fehlgenommen, ich würde nicht.
En dann auch, aber irgendwann erinnert ich mich daran, als ich heute gesagt habe, einmal gesehen, das würde ich dämmen. Und dann sehe ich, okay, Mission ist Geld. Und dann kommt aber noch ein schwererer Knappe, ich will Psychologie studieren oder irgendetwas. Und dann wie ich 16 Jahre dann anzufangen. Und der Herr sagte mir, ich war da ohne, dass wir andere zu mir reden. Nee, ich soll Lehrerin werden. Okay. Und da habe ich mich vergenommen und dort wird nicht werden. Niemand. Von klein ab hatten die Menschen mir immer gesagt, wenn ich mit anderen Kindern taub war, du warst einmal Lehrerin sein. Und ich sagte denen, und ich sehe es nicht, wie bloß ganz schnell, weil ich dachte mir, da wollte ich in die Wiese, dass ich nicht mehr Lehrerin sein. Und dann musste ich dort abschlucken. Und schließlich sagte man, okay, dann wollte ich eben Lehrerin werden. Und wenn ich von dort trete, mache ich bloß Stunden, würde er mir geführt, dass mir niemand schuld geworden. Wow, das ist sehr interessant zu hören, wo Gott ihn geführt hat. Und das scheint erst noch wahr zu sein, dass wir nicht immer rein wie ihn werden. Dass wir ab Gott sind weg. Das ist immer interessant. Und auch sehe ich das Einwort, dass der Geschichte ist so interessant, dass er von dir auch gar nicht tau in das eine Programm nennen. So, wir waren kurz nach ein zweites Programm merken, was dann nächste Woche über Radio kommt oder am YouTube einlautet ist. So, danke schön, dass ich von dir Teil hier tan. Danke schön, dass ich hier dabei war. Nächste Programm, wo wir hier was sie alles hier tun haben in ihr Leben. Und danke schön, dass ich hier dabei bist. Und ich möchte dich Gottes Segen wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Danke schön, dass ich von dir dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-77-88-5479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.